Wir haben versprochen, jedes Jahr gibt's ein Update und dem gehen wir heute nach. Ja, Koop-Spiele, los geht's. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu unserer Top 20 der kooperativen Brettspiele. Genau, wir haben wieder über das ganze Jahr, also 22 bis 23 Koop-Spiele gespielt und viele alte sind natürlich dabei geblieben, aber es sind auch ein paar Neueinsteiger mit drin, ne? Ja. Wer hätte es gedacht? In Summe, wenn ich mich nicht verzählt habe, haben wir 32 verschiedene Spiele, weil wir nur 8 Überschneidungen haben in diesen 20 Plätzen. Ja. Das heißt, ihr dürft gespannt sein, welche Spiele wir euch hier kredenzen werden. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt durch. Möchtest du anfangen? Ja, 20 bis 11 haben wir diesmal, ne? Ja, dann fange ich doch mal mit meinem Neueinsteiger an. Und zwar tatsächlich ist Platz 20 Eldritch Horror. Ja, endlich habe ich mal ein Eldritch oder Arkham Horror, das fehlt mir noch. Aber Eldritch Horror gespielt. Und ich muss sagen, es ist ein ziemlich cooles kooperatives Spiel, weil es halt auch so dieses Cthulhu-Thema, so dieses Immersive so mitbringt. Ja, es hat ein bisschen seine Längen, deswegen war ich noch so kurz am Überlegen, mache ich das noch da drauf? Aber eigentlich hat es mir von der Art und Weise gefallen, weil es einfach dieses eigentlich thematisch gesehen mehr als das ältere Zeichen zum Beispiel bringt, weil das eher mechanisch ist. Mhm. Wobei das andere halt auch, ne, muss auch würfeln, geht schief, ha, kacke. Ne? Also wie es halt bei Cthulhu-Spielen so ist. Aber ich finde, es hat schon irgendwie was Cooles. Also ja, hat mich überrascht und ist ein cooles Spiel, was mit vielen Leuten geht, was aber dann auch noch länger dauert. Aber insgesamt eigentlich ganz cool ist. Schauen wir mal, wie viel Horror noch in deiner Liste kommt. Ja, Dennis, unser Cthulhuider Verfechter. Bei mir ist sehr familiär ein Spiel des Jahres und zwar Makro. Immer noch mit drin, zwar um 4 Plätze abgesunken. Man weiß natürlich nie, wie viel ändert sich über so ein Jahr. Ich habe da diverses gespielt. Ich habe auch noch Spiele im Hinterkopf, die sich vielleicht mit reinschieben könnten. Makro finde ich aber allein schon vom Prinzip her, vom ganzen Konzept außergewöhnlich, herausragend aus der Masse an kooperativen Spielen. Auch wenn das natürlich bedeutet, man sitzt vielleicht mit der Taschenlampe da und mit einer großen Lupe oder mit mehreren Lupen und rennt dann ständig mit dem Kopf aneinander, weil alle auf dem Tisch schauen. Das ist natürlich so ein bisschen Manko, aber bei uns hat es auch zu viert eigentlich gut funktioniert, als wir es zusammengespielt haben. War jetzt nicht so, dass wir uns da gegenseitig mega blockiert hätten, außer halt Schatten auf den Tisch geworfen. Es bietet sich halt schon an, aber weniger Leute hast du halt mehr Fläche, die du halt dir nicht im Weg rumstehst, aber ja, ansonsten, ja. Muss das, glaube ich, auch tatsächlich mal in der Familie ausprobieren. Ich glaube, das könnte auch da Spaß machen, da bin ich noch nie dazu gekommen. Sind noch ein paar Fälle übrig, ja. Ja. Ja, Platz 19 ist bei mir Time Stories. Das ist ein Spiel, was immer noch in der Liste seinen Platz hat, weil es einfach alle Time Stories, die ich bisher gespielt habe, ein mehr oder weniger gutes Erlebnis hatten. Ja, also sehr gute Erlebnisse, bis so, wo ich denke, was haben sich da wieder dabei gedacht? Aber trotzdem irgendwas Interessantes mit drin gehabt. Ne? Und das Konzept hat mir schon immer gefallen. Blöderweise bin ich immer noch nicht dazu gekommen, die ganz neuen zu spielen. Und es ist auch so dieses, ich will sie spielen, komme ich dazu. Und deswegen ist so, vielleicht gefallen die mir so gut, dass Time Stories dann wieder nach oben klettert. Ne? Weiß man nicht, aber es ist auf jeden Fall bei mir immer noch drin, weil ich sowieso Zeitreise mag und es cool umgesetzt fand eigentlich, auch wenn es Mängel hatte. Aber Time Stories ist immer noch ein tolles kooperatives Erlebnis. Ja. Also dem schließe ich mich an. Lustigerweise auf dem gleichen Platz, auch auf Platz 19, Time Stories bei mir. Immer noch nach wie vor im Regal. 2 vom neuen Zyklus und 2 vom alten oder 3 vom alten fehlen. Ja. 1, 2, 3, glaube ich. Drache, Ritter und die, ja genau. 2. Lumen Fidei und Drachenprophezeiung. Die 2 müssten sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war noch ein drittes. Okay. Muss ich mal schauen. Sind auf jeden Fall noch einfoliert, wenn ich es noch nicht gespielt habe. Also innen drin. Ich habe aber gesagt gleichzeitig, früher haben wir tatsächlich Time Stories auch teilweise mehrfach gespielt. Aber ich habe gesagt, wenn ich den weißen Zyklus durch habe, dann geht der weiße Zyklus komplett als ein Bundle raus. Raus.
weil man muss es dann einfach nicht im Regal mehr haben. Wenn man es durchgespielt hat, dann soll sich jemand anderes daran erfreuen. Es hat immer Spaß gemacht, wie du gesagt hast, auch mit Schwächen drin, aber gute Zeit haben wir eigentlich damit immer verbracht, mit 3, 4, 5 Stunden, je nach Szenario. Ja. Vielleicht kauft sie der Timo ab. Ja. Platz Nummer Platz 18. 18, genau. Da ist ein Spiel, was das komplexeste eigentlich schon wahrscheinlich ist auf der Liste. Könnte. Spirit Island. Ja, das ist jetzt auch natürlich schon wieder ein bisschen her, aber Spirit Island hat alles Mögliche, was so ein komplexes Spiel mit sich bringt, obwohl es kooperativ ist. Ja, also du hast natürlich die verschiedenen Geister, die halt dann, die du dann erstmal durchsteigen musst. Wie spiele ich die und wie können wir die mit den anderen Geistern kombinieren? Und das Thema ist natürlich cool, dass man es eben die bösen Menschen hier abhält, dass sie diese Dahans nicht zerstören oder die Menschen dort. Das ist nach wie vor ein coole Mechanik, cooles Ding. Also, ja. Ich muss dir einfach mal noch die Erweiterungen vorsetzen. Ja, die würde ich auch gerne mal spielen, weil die Geister haben sich ja schon sonntag verändert. Ja, und gerade das, was da noch mit reinkommt, mit diesem, also ich mag auch diesen Zufallsaspekt mit diesen, mit den Karten, die einfach da eine gewisse Varianz mit reinbringen. Ja. Und mir gefallen diese ganzen Tokens, die einfach das Spiel für mich bereichern. Ja. Ja. Mein Platz 18 ist Echoes. Letztes Jahr noch nicht drin gewesen, dieses Jahr ist es drin. Ein Audio-Mystery-Spiel. Auf seine Art und Weise einzigartig. Mhm. Da gibt es außer die vier verschiedenen Szenarien oder Abenteuer, die es da gibt, gibt es einfach nichts Vergleichbares auf dem Markt. Und es ist einfach cool, wenn man dann versucht, auf die Hintergrundgeräusche zu achten und was gehört jetzt storytechnisch zusammen. Das Abscannen der Karten mit der App funktioniert gut, macht Laune. Wir haben da auch bereits ein entsprechendes Video gemacht zu Echoes. Das werden wir euch an dieser Stelle einfach verlinken. Schaut da gerne rein, dann bekommt ihr so ein bisschen das Gefühl dafür. Ich finde, ein sehr herausragendes Spiel. Wobei ich es auch schön fand, es solo zu spielen. Also man muss es nicht unbedingt in der Gruppe spielen. Es funktioniert auch solo. Mhm. Aber auch schön, wenn man dann, der eine hört irgendwas. Da ist jemand gelaufen. Ja, ja. Das hört man hier auch. Wie, was, wo? Lass nochmal anhören. Nochmal scannen. Mal gucken. Ah, oh ja. Es ist tolle eine Momente. Andere Art von Krimi-Mystery. Ne? Ja. Also da haben sie sich schon was Cooles ausgedacht eigentlich. Ja. Spoiler, bei mir hat knapp die Liste verpasst. Aber es ist trotzdem noch ein bei mir auch ein cooles Spiel, was auch bald nochmal gespielt wird. Schön. Ja, meine Nummer 17 ist Quirky Circuits. Ich habe gerade überlegt, nee, auf Deutsch haben sie es nicht übersetzt. Die quirligen Stromkreise. Nee, keine Ahnung. Ja, genau. Quirky Circuits, immer noch ein richtig cooles wie nennt man das? Programmierspiel eigentlich, ne? Bei dem man. Hidden Programming, genau, bei dem man kooperativ, wer hätte es gedacht bei dieser Liste, versuchen muss, einen Charakter an sein Ziel zu bringen oder Sachen noch einzusammeln, etc. pp. Ja. Und schön, dass sie es endlich auf Deutsch geschafft haben, wenn auch nur in der kompakten Variante. Dennoch finde ich es ein richtig cooles Game, was ich mich noch wundere, warum ich das noch nicht in meiner Sammlung habe. Aber finde es super knuffig gemacht. Tolles Material, Ringbuchzeug ist halt immer schön, ist halt kompakt, ne? Dadurch halt auch und macht immer wieder Laune. Zwei Handvoll Tokens, die vier Roboter-Minis und das Ringbuch. Ja. Die und die Karten dazu natürlich. Ja, genau. Ja, eigentlich müssten die bemalt sein. Ja. Bei mir ist auf Platz 17 die Crew. Ja. Und die Crew, in diesem Fall würde ich auch Mission Tiefsee hier den Vorzug geben an dieser Stelle. Mhm. Die Crew ist 3 Plätze gesunken. Das liegt aber eher an den Neueinsteigern, weil noch 4 Neueinsteiger oben kommen. Oder musst du es mit mir spielen? Das heißt, eigentlich ist die Crew stabil geblieben, beziehungsweise hat sich sogar verbessert, relativ. Mhm. Ich mag das Konzept von die Crew sehr gerne und ich finde, wie man es bei Mission Tiefsee anders gelöst hat, ist einfach das bisschen mehr gegenüber die Crew. Und man hat einfach so ein bisschen das Ganze
es fühlt sich planbarer an dadurch. Mhm. Und es ist natürlich, man kann natürlich sagen, ja, hat man eine erfahrene Skatrunde, die bekommt The Crew normalerweise lässig runtergespielt, das ist fast schon langweilig. Ja. Während, wenn man dann eher so den typischen Familienspieler hat, der jetzt nicht so die Erfahrung hat mit Stichspielen, da schon ein bisschen man auch an die Grenzen kommt, weil es halt doch nicht so trivial ist. Wobei ich mich über diese Aussage jetzt mal wundere, weil auch wenn du ein guter Skatspieler bist, musst du ja trotzdem... Man hat ein anderes Gefühl. Anders man hat ein anderes Gefühl dafür und man hat ein anderes Verständnis dafür. Ja, okay, du kannst das eher berechnen, was möglich ist. Wenn ich jetzt einen Auftrag bekomme, ich muss den Stich mit der gelben 2 machen, dann weiß ein erfahrener Stichspieler genau, wie er da rangehen muss mit seiner Hand. Ja, er muss die gelben... Oder welchen Tipp man gibt. Ja. Welcher Tipp ist jetzt gerade wertvoll? Und genau diese Weitsicht macht einen riesen Unterschied. Natürlich ist es auch schwerer, dass du mit mehr Spielern spielst. Also ich würde davon abraten, zu fünf zu spielen. Ich finde es tatsächlich am besten zu dritt oder zu viert. Ja. Zu zweit wird es manchmal fast ein bisschen einfach. Ja, weil du halt die offene Information hast. Ja. Das zu die Crew und meinem Platz 17. Ja, dann Platz 16 ist bei mir ein Spiel, das in der neuen Version noch nicht eingetrudelt ist. Ne? Wann kommt das denn? Immer noch nicht. Robinson Crusoe! Ja, das ist ja auch so ein kleiner Brocken. Vielleicht gibt sich das nicht viel mit Spirit Island, ich weiß nicht. Hat diese paar Male, die wir es gespielt haben, auch im Stream, hat es Laune gemacht. Es ist halt jedes Mal ein bisschen anders. Knackig ist es auch und natürlich Robinson Crusoe auch so ein Thema, was jetzt irgendwie nicht so häufig vorkommt, schiffbrüchig, ne, so ein bisschen. Ja, ist jetzt ein bisschen gesunken. Aber ja, ist halt, Wer weiß, wo sich das dann hinentwickelt, wenn die Neuauflage kommt. Ja. Ein Spiel, das leider ja seine Schwächen in der Anleitung hat. Ja. Mal gespannt, ob sie das deutlich verbessert haben. Ja. Aber natürlich immer noch eines der interessantesten, Spiele. Definitiv ein sehr interessantes. Halt in sich haben auch. Ja, kann nichts für schwache Nerven. Ja, nichts für schwache Nerven. Mein Spiel ist da ein kompletter Gegensatz dazu. Es ist Neueinsteiger. Oh. Stimmt das überhaupt, was ich sage? Ja, ist ein Neueinsteiger. Ist kein Neueinsteiger. So rum, kein Neueinsteiger. Es ist ein Spiel, was sich im Ranking verbessert hat. Mm. Und zwar hat sich Top 10 um ganze 1, 2, 3 Plätze nach oben geschoben. Das liegt einfach daran, letztes Jahr war das noch relativ frisch mit drin gewesen. Mm. Und ich sag mal so, es konnte sich noch nicht so richtig entfalten, in Anführungszeichen. Ich habe es dann danach auch noch 2-3 Mal gespielt. Und es lebt natürlich auch ganz, ganz, ganz massiv von der Gruppe. Mm. Ist die Gruppe kreativ? Was macht man damit? Ich habe jetzt hier ein Erlebnis, was ich super gut fand. Wie war das von Bring dich um? Du springst aus dem Flugzeug. Was hast du in deinem Rucksack? Blöderweise nicht dein Fallschirm. Von 1 total tödlich bis 10 vielleicht doch noch eine Chance zu überleben. Es war sehr amüsant, was dabei rumgekommen ist. Ja. Das Bettlaken mit der Nummer 7 oder sowas und solche Scherze, ne? Und Indiana Jones lässt grüßen, das aufblasbare Gummiboot. Ganz abstrus, was da... Also es lebt von der Gruppe und man kann da sehr viel spaßige Momente mit verbringen, wenn man sich darauf einlassen möchte. Ja. Ja. Ja, dann haben wir hier die Nummer 15 jetzt, ne? Das ist das Spiel, das heute schon mal gefallen ist, vom Namen her. Das ältere Zeichen. Ja, das ist schon so alt wie der Name eigentlich selbst fast. Es hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist immer noch in meiner Sammlung, weil es ein Kniffelelement hat und das natürlich im Cthulhu-Universum. Und ich finde, es hat seinen Charme. Ja? Es hat zwar, wie ich schon vorhin gesagt habe, nicht dieses Eldritch-Horror-thematische, aber ich finde eben das, was man tut, und es ist auch knackschwer. Du hast also dieses, was nutze ich jetzt? Nutze ich diese super, diese Waffen, um den Würfel extra zu nehmen? Und wenn man es nicht schafft, muss man gucken. Und ja, man kann sich so ein bisschen unterstützen, aber nicht so wirklich. Und es ist ein bisschen mechanischer vielleicht, aber es hat trotzdem irgendwie den Charme des Cthulhu-Universums. Und das mag ich irgendwie. Ja, also, ja. Hey, Cthulhu-Spiel Nummer 2. Ja. Also Platz 20, Platz
15, dann also auch auf Platz 10 und auf Platz 5. Vielleicht. Alle 5 Plätze ein Cthulhu-Spiel. Ja, ja. Ja, wir haben es ja zusammengespielt im direkten Vergleich dann auch mit X-Men. Ja. Ja, wie hieß genau, es denn? Ja, was ja eine richtig? Quasi Neuauflage ist. Newtons von ja. Das ältere Zeichen und nicht so punkten konnte, gibt es auch ein Video von uns dazu an dieser Stelle. Bei mir wird es ein Gennerspiel des Jahres auf Platz 15 und zwar Paleo. Paleo einfach für mich deswegen so super interessant durch diesen Mechanismus mit den Karten, die ich eben von hinten sehe und eben nicht weiß, was sich darunter verbirgt und ich dann entscheiden muss, was habe ich denn jetzt, was nehme ich denn? Gehe ich in den Wald oder gehe ich ins Gebirge? Gehe ich vielleicht doch ans Lagerfeuer lieber und dann denkt man, ach ja wunderbar, einer hat, da irgendwie seine geht ans Lagerfeuer, der andere geht in den Wald und der dritte geht ins Gebirge, wunderbar, blöderweise bricht der im Gebirge ein und landet in der Höhle und muss rausgeholt werden, der am Wald muss aber blöderweise gegen einen Bären kämpfen und blöderweise wird unser Lager von Wölfen heimgesucht. Ah, also so nach dem Motto, egal wie ihr euch entscheidet, wer es gut wissen. Ja. Ich finde, das hat interessante Aspekte mit dem sich gegenseitig unterstützen. Das stimmt, du weißt nie, was du aber bekommst. Aber es ist halt sau schwer. Ja. Manchmal. Es kann auch gut funktionieren, dass man Partien hat, wo es einfach super läuft. Aber im Normalfall ist es wirklich auf Messerschneide und das gefällt mir am Spiel gut. Ja, man könnte ja meinen, dass man sagt, okay, das ist ja zufällig, was ich nehme. Man kann sich schon so ein bisschen in eine Richtung orientieren, was auf welcher Karte kommen könnte. Richtig. Aber letztendlich weiß man es nicht wirklich. Also genau. Ja, nach dem Motto, ich bekomme im Wald eher das, im Gebirge eher das. Ja. Das ist zwar Wund oder am Fluss eher Nahrung, aber und im Gebirge halt Steine und im Wald natürlich mein Holz. So, Schwerpunkt. Wunderbar. Das heißt aber noch lange nicht, dass es funktioniert. Ja. Ihr findet vielleicht auch Nahrung im Gebirge. Warum? Weil ihr da gerade ein Büschchen gefunden habt. Ja. Oder weil ihr da vielleicht ein kleines Tier erlegt. Relativ simpel. Also es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Nicht alles ist gleich stark und nichts ist offensichtlich. Und das ist schön. Das ist sehr schwer auch. Ja. Teilweise. Okay, ja. Sehr schön. Ja, bei mir ist Platz Nummer 14 ein Titel, der irgendwie wieder gespielt werden will. Ne? Ja, vermutlich steht hinter dir im Regal. Aftermath, ja, ein Spiel, das ich immer noch nicht abgeschrieben habe, weil es einfach ein cooles, zum einen ein cooles Story-Element hat. Es ist wieder dieses Ringbuch-Ding, ne? Also sehr aufgeräumt. Es hat Tiere als Charaktere, was immer irgendwie cool ist. Dann hat es ein cooles Kartensystem, nicht Würfel, also das Glück ist ein bisschen mitigierbar, wie es schön heißt. Heißt es so, ich glaube. Und ja, ansonsten, jo, schönes Artwork. Es ist ein Spiel, das Laune macht, eben die Kampagne und eine Story voranbringt, aber man immer kompakt eigentlich spielen kann. Ne? Also es ist nicht so, dass jetzt man 2 Stunden, 3 Stunden dran sitzt, sondern es geht doch relativ. Und man kann es auch, wenn man flott spielt, in 60 bis 90 Minuten mal spielen. Genau. Hatten wir auch ein paar Mal als Absacker gespielt. Spoiler an dieser Stelle, bei mir ist es gerade so rausgerutscht. Ja, das kenne ich. Ja, meine 14 ist Paranormal Detectives und jedes Mal, wenn ich dieses Spiel gespielt habe, egal ob im Freundeskreis, ob im Livestream, ob in der Familie, gab es schöne, lustige Momente. Ja. Und wir haben es ja gesagt in unserem Video, Paranormal Detectives ist für uns ein kooperatives Spiel und kein kompetitives, auch wenn es die Möglichkeit hat oder eigentlich das Kooperative nur eine Option ist. Es wird bei mir auch gleich nochmal ein Spiel kommen, was eine nur eigentlich eine Variante, das kooperativ ist, was ich aber nicht anders spiele. Paranormal Detectives ist alleine schon aufgrund dieses fancy Materials, dass man mit den Schnürsenkeln was zurechtlegt, beim anderen auf dem Rücken schreibt. Es ist dadurch einfach cool. Und ich mag dieses ganze Mysteriöse, wenn es um einen Mordfall aufklären geht, dieses Black Stories Aspekt, der letztendlich im Spiel mit drin ist. Das ist einfach was Paranormal Detectives herausragend macht und irgendwie ganz fancy, speziell und dadurch ein cooles Spielerlebnis immer wieder an den Tisch zaubert und auch die Spielerinnen und Spieler in den Bann zieht. Ja. Und man halt wirklich versucht, oh, was stellt der andere jetzt pantomimisch dar oder ein stiller Schrei oder auf irgendwas deuten?
Achso, du bist dran. Genau. Achso, ich bin dran. Auf jeden Fall eine interessante Variante des Falllösens. Ne? Ja. In meiner Nummer 13 geht es auch um Fälle lösen, nur auf andere Art, und zwar Chronicles of Crime. Ja, da ist es natürlich wunderschön, dass es da auch sehr viele verschiedene Themen auch gibt und auch ein paar Spielelemente, die sich immer ändern. Und ja, es geht darum, einen Fall zu lösen, indem man Leute befragt über gewisse Gegenstände, und das macht man durch QR-Code-Scan. Mag vielleicht ein bisschen am Anfang abschrecken, aber das löst sich eigentlich ganz cool, weil wenn man dann so eben das ganze Ding sich anhört oder auch vorliest, ah, was könnte das sein, dann gibt man mal das Handy rum, dass der vielleicht bei sich scannt und ah, was fragen die denn jetzt, ne? Und dann können da schon knackige Fälle kommen, und wie gesagt, die anderen Chronicles, die späteren, die haben ja noch so andere Elemente mit drin, mit zusätzlichen Gimmicks und so, was richtig gut funktioniert, und auch verschiedene Zeitepochen, und das macht das Ding ganz interessant. Ja, es gibt immer mal so einen Moment, wo man sagt, oh, was ist denn jetzt, ich probiere das. Dann probiert man so alles durch, weil man nicht so richtig vielleicht den Clou hat. Kann man machen, ne? Wenn es nicht anders geht. Das ist vielleicht so ein bisschen, will man eigentlich nicht, aber trotzdem finde ich, du hast ja auch bisher jetzt einmal gespielt, dass das Konzept ganz cool ist. Es hat mal was anderes, und die Storys sind eigentlich auch interessant. Ja, war ganz cool, hat echt Laune gemacht. Hätte man mal weiterspielen müssen. Erzieht man aber bei dir, es gehört zu den größeren Verlierern. Es ist mehr gefallen als viele andere Spiele. Einfach daran, dass es zu wenig gespielt wurde, auch obwohl du es eigentlich gerne mehr spielen würdest. Seit ich es gekauft habe, habe ich, glaube ich, ein paar Fälle gespielt, dann haben wir es dann wieder irgendwie weggelegt und nicht mehr rausgeholt. Okay. Also schwierig dann, ja. Aber es ist trotzdem immer noch ein cooles Konzept. Ja, cooles Konzept. Mein Spiel ist sogar gestiegen, Unlock. Ah. Und das liegt einfach daran, dass es mal letztes Jahr ein bisschen ein blödes Erlebnis gab, danach wieder ein besseres Erlebnis. Mhm. Das schwingt ja immer mal wieder so von Box zu Box, wobei ich keine Box hatte, die richtig schlecht war, außer die einfach mit der App nicht funktionieren wollte, weil man da irgendwelche Fehler, die eigentlich draußen waren, wieder reingepackt hat in die iOS-App. Probleme gibt es wohl immer mal. Ja, das ist so ein bisschen das Manko, wenn App-Unterstützung bei Brettspielen dazukommen. Ja. Und das kann natürlich auch bei Chronicles of Crime passieren oder bei anderen Spielen. Bei Unlock war es da jetzt halt einmal ganz, ganz massiv, dass es eben nicht funktionieren wollte. Und ich sogar an verschiedenen Endgeräten ausprobiert habe. Da war es einfach nur die betriebssystemspezifische App-Version, die da Probleme gemacht hat, in meinem Fall dann halt für iOS. Nichtsdestotrotz ist Unlock für mich eines dieser Escape Room-Spiele oder Rätselspiele, was sich sehr, sehr zum Positiven entwickelt hat. Unlock hat schon nicht schlecht angefangen. Es hat damals schon Spaß gemacht mit der ersten Box. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, erst mit Box 4 oder 5 wieder weitergemacht, weil ich damals gesagt habe, ja, es ist ganz nett, aber es war so eher Exit. Spaß bei uns in der Gruppe angesagt, dass wir uns in verschiedene Räume eingeschlossen haben und gruppenweise Exit gespielt haben gegeneinander. Immer in Dreier- bis Fünfergruppen. Und deswegen Unlock irgendwie nicht so wirklich zum Tragen kam. Über die Zeit hat sich aber Exit bei mir so ein bisschen eher in deutlichen Hintergrund gespielt, wo ich einfach sage, ist nicht mehr so stark. Und dann kam dazu, dass es zu abstrus war von der Lösungsfindung oder zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Und bei Unlock hat sich es aber zum Positiven entwickelt. Und dann noch der Aspekt der Nachhaltigkeit, wo ich sage, bei Exit werfe ich das Ganze weg, bei Unlock habe ich eben ein Spiel, das spiele ich einmal, dann gebe ich es weiter. Ja. Dann liegen da hinten 8 Boxen im Regal. Ja, wenn ich das kann ich jemandem ausleihen, der spielt das, gibt es wieder zurück. Da mache ich eben das Spiel nicht kaputt. Und das ist ein Aspekt, der mir sehr gut gefällt. Ja. Dann das Kombinieren der Karten zusammen, die Maschinen, die man dann noch bedienen muss oder die dann oft nochmal irgendwelche Optionen in der App bringen, wo man dann irgendwie ein Schiebepuzzle lösen muss, eine AR-Anwendung hat oder irgendwie Geräusche. Das Telefon oder das Tablet schütteln muss oder genau, auf den Hintergrundsound hören. Ganz, ganz tolle Sachen, die damit integriert würden, und man merkt einfach, sie denken sich jedes Mal was Neues aus. Ganz, ganz toll. Und deswegen hier auf Platz 13 bei mir. Vielleicht wird es auch nächstes Jahr noch besser. Mal schauen, ob es bei mir noch kommt. Naja, Platz Nummer 12.
Der größte Verlierer bei dir. Ja, tatsächlich. Wobei ich sagen muss, Night of the Living Dead, also ein Zombie-Side-Game, das ist ja bisher leider nur das einzige, was ich gespielt habe. Und man sagt immer, ja, die sind ja eigentlich alle gleich, wobei sie dann doch irgendwo ihre Unterschiede haben, weil ja zum Beispiel Black Plague ziemlich gelobt wird. Und ne, es ist halt diese typische, come on, Es ist halt diese typische Kumon-Materialschlacht, ne? Sie haben geile Minis, es ist klar, du hast Zombie-Horden, die spawnen irgendwo, du musst Aufgaben erfüllen, du musst sie in Schach halten. Das ist so das Prinzip. Aber es ist dieses, du kannst die Leute an den Tisch setzen und sagen, hey, wie gesagt, ist ja kooperativ, ja, das so und so und so und so geht's. Und dann ab geht die Luzi, ne? Und dann kannst du dann mit einem Spieler, hey, komm, da können wir strategisch hier hin und du hast den Charakter, kannst da den Modus und hier, ne, bei Night of the Living Dead gibt es ja die verschiedenen Seiten, dann gebe ich dir die Waffe, dann kannst du dann in diesen Zombie-Side-Modus gehen und bla. Also es hat coole Elemente und ja, es ist halt dieses, ne, immer mehr Zombies, immer Schlechtes passiert und du musst halt versuchen, da durchzukommen. Und es hat einen simplen, es ist so ein Mary Thrash bisschen, natürlich auch Taktik dabei, weil du musst schon gucken, wie du vorangehst, sonst bist du gleich am Sack. Aber es hat so dieses geile Feeling, alle sind dabei, du Horden, schmeißt einen Molotow, boom, ne, alle weg und du denkst, geil, das hat jetzt richtig geil funktioniert. Ja? Also du hast so richtig coole Action-Film-Elemente. Ne? Also das ist, ja. Ich habe damals das allererste Zombie-Side gespielt. Und ja, damals hat es Spaß gemacht. Heute würde mich das Spiel nicht mehr hinterm Ofen vorlocken. Okay. Einfach genau dieses typisch mega Amerith-Thrashige. Ja. Und ich werfe hier 20 Würfel und guck dann mal, was ich an Schaden mache. Ja. Ist mir meistens ein bisschen zu viel Lackfest. Aber es hat seine Fans und das auch nicht unberechtigt. Ja, es ist eine ganz andere Art von Spiel. Man weiß, auf was man sich einlässt. Es ist halt aber auch inzwischen ein Franchise geworden. Ja. Par excellence nach dem Motto, man kann eigentlich schon wetten, irgendwann kommt in Kürze bestimmt wieder der nächste Kickstarter mit irgendwelchem Zombie-Side. Garantiert, ja. Ja, ich habe schon ein bisschen angekündigt bei Paranormal Detectives, dass noch ein Spiel kommt, das ich nur kooperativ spiele oder eigentlich nur kooperativ spiele. Hitster. Hitster spielen wir, egal in welcher Gruppe, eigentlich immer kooperativ, ja, weil wir einfach keine Lust haben, gegeneinander zu spielen. Ja. Wir wollen einfach dieses coole Gefühl miteinander, dann singt man erstmal mit, ja, bis man das Lied erkannt hat. Das ist schon dann witzig, kommt, ja. Und dann kommt die Diskussion. Das müsste da gewesen sein. Au, aber ich verbinde das mit diesem Erlebnis, ja, und ich verbinde das damit. Müsste und dann diskutiert man ein bisschen und dann kommt einer und sagt, ja, also das war in der Zeit, das kann ich ziemlich genau sagen, das war in den Charts, gerade ganz frisch drin. Genau. Das muss in dem Jahr gewesen sein, da waren wir jedes Jahr am Baggersee, ne, und da lief das im Radio hoch und runter. So. Ja. Und das war 1982. Genau. Und ja, du denkst dir bloß so, ach Gott, ist der alt. nein, also. Ja, klar. Total coole Momente. Oder so Sachen wie, dann sagt eine Mitspielerin, oh, das Lied ist alt. Wie kommst du jetzt da drauf? Das war in meiner Realschulzeit. Also das ist ewig her. Ja, und super schöne Elemente. Man lernt manchmal auch tatsächlich die Mitspielerinnen und Mitspieler ein bisschen kennen, weil die aus ihrem Leben erzählen, aus einer Zeit, was sie mit dem Lied verbinden. Und das finde ich immer sehr interessant. Man merkt, dass Musik doch einen prägt, oder nicht prägt, aber halt im Kopf irgendwas verbindet. Ne? Ja. Und das Spiel will das ja irgendwie auch. Man will ja die Jahreszahlen rausfinden. Es ja, ist einfach cool. Kooperativ viel interessanter, weil man mehr ins Gespräch kommt. Ja. Man versucht dann, also wir versuchen immer diesen nicht nur 10 zu schaffen, sondern so viel wie möglich und dann 25 Lieder ausliegen in korrekter Reihenfolge und man dann scheitert. Das fühlt sich einfach so gut an, weil man sagt, hey, wir haben so viel geschafft. Und das sind Momente, das macht viel, viel mehr Spaß, gibt viel mehr, als jetzt da irgendwie den Hitster-Token reinzulegen und zu sagen, nee, da passt das nicht, da ist richtig. Mhm. Und ich mag auch den Modus nicht, wenn man gegeneinander spielt und dann noch sagt, okay, man muss auch noch den Interpreten erraten und den Songtitel, man muss nicht bloß vom Alter einsortieren. Ich weiß meistens oder sehr oft Interpret und Songtitel und es scheitert nur am Jahr. Mhm. Und umgekehrt. Macht mir persönlich sehr viel Spaß. Ist ein Neueinsteiger auf der Liste und Schlagerparty steht inzwischen auch im Regal, einfach nur aus Prinzip. Nicht, weil ich Schlager mag. Ich möchte einfach gucken, was da für Lieder drin sind. Grüße an die Dinos, das soll furchtbar sein. Naja, auf jeden Fall. Willkommen zu Platz 11. Platz 11, ja. Da habe ich was reingeschmissen, weil es mich vom Gesamtkonzept irgendwie fasziniert hat. Und zwar Return to Dark Tower.
Ja, das Spiel, das eine elektronische Komponente, keine, doch App auch eigentlich. Das ist, es hat den elektronischen Tower, es hat eine App, die da mitwirkt und es ist ein ungewöhnliches Feeling. Ja, man läuft da auf dem Board rum und dann passiert ein Event und dann sieht man, okay, die Truppen verstärken sich und man muss Ressourcen sammeln, Truppen sammeln und man weiß nicht so richtig, der Gegner, wie stark ist er wirklich und reicht es mir schon, das, was ich habe, um dort reinzugehen und ihn anzugreifen? Ja, man hat dieses coole System, ich kann jetzt hier die Karte nutzen und dann gucke ich, ich kann du brauchst jetzt 20 Truppen und ich denke, ich habe aber nur 15, aber ich habe eine Affinität gegen den, dann kann ich draufdrücken, zack, nur noch 10 Truppen notwendig, ja cool, die kann ich aufopfern und das ist so ein cooles Element und dann bringt es halt noch dieses, eben diese Atmosphäre mit dem Sound, der aus dem Tower kommt, die App, die noch so die Nazgul-Viecher, die so und du denkst, oh, scheiße, die kommen jetzt, fuck, und dann hast du so dieses oh, ne? und das ist Immersive finde ich richtig cool, auch wenn es auch sehr simple Mechaniken sind, aber ich finde, es schafft wieder so eine schöne Atmosphäre und es ist nicht ganz ohne, ja, und ja, cooles Game. Klingt ja nach einem Vorgesetztitel. Gerne. Ich stelle gerade fest, ich habe 3 Spiele von deinen hinteren 10 Plätzen noch nicht mal gespielt. Mhm. Das ist ja auch schon ein deutliches Zeichen. Das ältere Zeichen nicht. Ja, ja, wir bleiben bei, muss nur noch kurz die Welt retten. Unserem Fall oder in meinem Fall sind es jetzt Feuerwehrleute, die in brennende Gebäude rennen. Flashpoint, ein Spiel, was mich ab der ersten Sekunde begeistert hat. Ja. Und das bleibt, glaube ich, auch in prägender Erinnerung aus diversen Gründen. Ich habe das damals, habe ich das Spiel entdeckt, habe das in einem YouTube-Video, habe das bestellt und war dann krank. Und das Spiel kam. Ich habe mich aufgerafft, habe mich an den Tisch gesetzt und habe angefangen, das Spiel zu spielen, weil ich es unbedingt ausprobieren wollte. Und das ist auch was, das werde ich nie vergessen. Ich habe alles, was es dazu gibt, habe ich im Regal. Wir haben es im Stream gespielt, während Corona in unserer Spielegruppe mit Bildschirmübertragung, mit 2 Kameras oder 3 Kameras sogar. Und im Wechsel hin und her geschalten und gezeigt, und hier ist der Würfelwurf und da sieht man jetzt den Spielplan und das war auch absolut episch und cool und hat immer wieder Spaß gemacht. Und eben auch die Tatsache, dass es gut skaliert, dass man es gut zu 2, aber auch gut zu 6 spielen kann. Manchmal wünscht man sich mehr Spieler, aber das kann dann natürlich, man kann sich zwar gut verteilen, aber das kann auch wieder von Nachteil sein. Ja, weil dann vielleicht manche repetitive Sachen machen. Ne? Genau. Auch wenn sie helfen. Aber ja. Das passiert manchmal, aber das gehört zum Spiel dazu. Dann spielt man einfach ein neues Szenario und es ist einfach so super modular, so gut, dass man es anpassen kann an die Gruppe, an die Gegebenheiten. Man kann das mit den Events spielen, dass nochmal was passiert. Ich habe mir auch einmal die Mühe gemacht in einer Runde und habe quasi beschrieben erstmal, wo man denn jetzt hinkommt, was ist da passiert und ein bisschen atmosphärisch aufgebaut und gesagt, ja hier, ihr seid jetzt an einem Labor oder wir sind jetzt an einem Chemielabor angekommen oder an einem Bürogebäude, da ist ein Labor im ersten Obergeschoss und das ist natürlich ganz brenzlig, weil da drin werden Chemikalien gelagert und natürlich explosive Stoffe. Und dann da noch mit reingebaut und entsprechende explodierende Gegenstände mit reingepackt und dass dann der Boden entsprechend zusammenbrechen kann. Also super coole Sachen, die man da mit integrieren kann. Der Witz ist, in meiner ersten, so wie ich die Liste mache und so, war das tatsächlich drin in meiner Top. Aber wir haben es 21 zuletzt gespielt und nach unserer Regel darf ein Spiel nicht wirklich steigen, wenn man es nicht gespielt hat in dem Jahr, weil ich habe mir so wirklich überlegt, so gibt es irgendwelche Feuerwehrspiele, die auch noch gut sind? Nein, nicht, dass ich wüsste. Nicht wirklich, ne? Also ich glaube, weiß nicht, ob ich bei Board Game Geek mal geschaut habe oder so. Und dachte ich mir, vom Konzept her, das ist geil umgesetzt auch und das ist ein cooles Spiel. Und dann dachte ich mir, ja doch, das hat eigentlich hat verdient, ein bisschen weiter oben zu landen, aber müssen das einfach mal wieder spielen. Das Spiel, wir müssen es einfach wieder genug Erweiterung, ja, für genügend Varianz. Ja. Und das waren unsere Plätze 20 bis 11. Wir sind ja durch, ja. Für Part 1 sind wir durch. Ja. Gibt es Überraschungen? Gibt es Spiele, wo ihr sagt, oh, cool, dass es drauf ist? Ja. Oder da wollen wir mehr dazu wissen. Überraschung. Wobei, man muss schon sagen, wir haben zu einigen Spielen jetzt aus den hinteren Plätzen auch schon Videos. Die werden wir euch natürlich in der Videoinfo mit verlinken. Dann könnt ihr da gerne reinschauen. Ja.
Dann ansonsten, ja, schreibt in die Kommentare, was ihr vielleicht von den Spielen auch daheim habt und sagt, hey, die spielen wir auch immer wieder hoch und runter oder nee, finde ich kacke, habe ich rausgeworfen. Ist natürlich auch lustig zu hören. Ne? Ja, natürlich. Ja. Und dann wollen wir so eure Lieblingsfälle wissen. Was ist, wenn ihr zum Beispiel Flashpoint kennt, was ist eure liebste Map, auf der ihr spielt? Oder zum Beispiel, Oder Time Stories, was ist euer liebstes Szenario? Genau, das wäre cool. Ja. Schreibt es uns gerne. Und sucht ihr weitere Top-Listen von uns, dann schaut doch mal hier rein. Ja. Und andere neue Videos gibt es hier. Ja, wir freuen uns, von euch zu lesen, von euch zu hören und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Dann gibt's die Plätze 10 bis 1. Bis dahin macht's gut, viel Spaß beim Spielen und tschüss. Bye, bye.